Kirchheimbullanden in Rheinland-Pfalz. Es geht nach Eisenberg zum Abdomen akut. Orthostase, Allgemeinzustand schlecht. Die Patientin scheint schwanger zu sein. Die Infos, die wir so auf der Anfahrt bekommen, die sind meistens immer relativ begrenzt. Mehr oder weniger zutreffend. Deswegen müssen wir immer uns so ein bisschen vor Ort erstmal noch mal selbst ein Bild machen. Jonas Braun und Philipp Sosnowski beschleicht allerdings ein besonders mulmiges Gefühl. Einsätze mit werdenden Müttern sind generell, ich will jetzt nicht sagen, schwieriger als alle anderen Einsätze. Man muss natürlich versuchen, so ein bisschen auf die spezielleren Bedürfnisse von den Patientinnen einzugehen. Ja, also natürlich jetzt gerade zweiter Monat, das ist natürlich noch nicht arg weit in die Schwangerschaft hinein, aber ja doch schon so, dass man unter Umständen auch als Mutter merkt, dass da was am Kommen ist. Sprich, die Mutter macht sich logischerweise meistens sehr viel Gedanken um das Kind in dem Moment. In 95% der Fälle ist es so, geht es der Patientin gut oder ist die Patientin stabil, dann ist eigentlich auch meistens das Kind in einem guten Zustand. Kollege Philipp Sosnowski ist Auszubildender zum Notfallsanitäter. So, an was denken wir denn bei Bauchschmerzen und Schwangerschaft? EOG, Abort, ja. Also wenn wir jetzt zu einer schwangeren Patientin fahren und dann gleichzeitig Einsatzmeldung akutes oder unklares Abdomen hören, dann ist natürlich direkt im Hinterkopf irgendwie, oh, hoffentlich geht das nicht in Richtung Abort, sprich ein Schwangerschaftsabbruch, beziehungsweise hoffentlich ist es nichts, was jetzt primär tatsächlich mit dem Kind zu tun hat oder mit der Schwangerschaft an sich. So, relevant für uns wäre dann primär tatsächlich der Mutterpass. Da würde ich einmal gleich durchgucken, ob es irgendwie schon irgendwas gibt in Bezug auf Untersuchungen, was da gelaufen ist. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir machen ein Standard-Monitoring, Standard-Untersuchungsgang und nehmen primär Rot und EKG mit. Ja. Kannst du das EKG mit? Ja. Sollen wir den Namen noch mal sagen? Ah. Ganz oben. Patienten wohnen immer ganz oben. Die Sanitäter sollen bereits beim ersten Anblick erkennen, wie ernst die Symptome der jungen Frau zu nehmen sind. Guten Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Ja. Guten Tag, Frauen von Deutschen Roten Kreuz, hallo. Kollege Sosnowski. Hallo, guten Tag. Was können wir für Sie tun? Ich spreche entsetzlich schon diese Flüssigkeit. Okay, das ist Galle. Ja. Seit 16 Stunden ist sie nur am Preschen. Aber nur grün und gelb. Oh, also so richtig Galle. Ja. Oh, dann hast du auch gar nicht geschlafen wahrscheinlich. Nee, ich war bis um 6 Uhr wach morgens. Oh. Ja. Und das ist, hat sie das denn in der Schwangerschaft öfter oder ist das jetzt? Nee, jetzt erst seit gestern. An dem, ich sage jetzt mal, Auswurf oder Erbrochenen von Patienten können wir schon so ein paar Rückschlüsse ziehen, was eigentlich das grundlegende Problem sein könnte. Haben wir zum Beispiel eine massiv rötliche Verfärbung oder eine schwarze Verfärbung des Erbrochenen, dann kann unter Umständen eine Blutung auch vorliegen, entweder eine frische oder eine ältere Blutung. Jetzt in dem Fall, wie gesagt, haben wir wirklich so gallensekretartiges Erbrochenes im Eimer gesammelt bekommen. Die Patientin hat gesagt, sie hat seit 16 Stunden ununterbrochen mehr oder weniger erbrochen und da kann man dann auch davon ausgehen, dass der Magen einfach leer ist und dann kommt halt auch nichts anderes mehr als Galle, Magensäfte. Seit 16 Stunden brechen sie. Haben sie auch Durchfall? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin komplett leer. Okay, das heißt, sie hatten aber Durchfall und ja, Erbrechen. Aber zweimal aber. Und das auch jetzt im Zusammenhang aber mit dem Erbrechen, also ja, seit gestern auch. Okay. Können Sie sich eventuell an die Bett hier mal an die Kante setzen oder ist das vom Kreislauf her momentan ein bisschen schwierig? Die Nieren tun weh. Die Nieren tun weh. Gut. Beide Handgelenke einfach mal so nach vorne ablegen. Genau, ich gehe gerade einmal an die Pulse. Die sind seitengleich gut tastbar, normofrequent und rhythmisch. Pass auf, Sie können sich gerade mal so ein kleines bisschen nach vorne beugen. Und dann gehe ich gerade einmal hinten an den Rücken. So, mal tief durchatmen. Okay.
Die Lunge ist beidseits belüftet, seitengleich vesikulär. Die Arme ausstrecken, ich bringe gerade eine Manschette dran. Das ist ein Blutdruck. Dann haben das, wann hat das denn angefangen mit dem Erbrechen, dem Durchfall? Oder was war denn zuerst da? Das Brechen. Erst das Brechen und dann der Durchfall mit dazu. Aber der war nicht so viel, wie gesagt, wie das Erbrechen. Okay. Sonst irgendjemand noch momentan mit ähnlichen Symptomen, irgendwie Durchfall, Erbrechen, gar nichts, Bauchschmerzen? Nein. Okay. Hatten Sie sowas schon mal gehabt jetzt in den letzten Tagen? Nein. Nee, auch nicht. Die Patientin ist in der 5. Woche schwanger. Die Gefahr einer Fehlgeburt besteht vermehrt in den ersten 3 Monaten. Was wir jetzt machen, ist im Endeffekt einmal die Standarduntersuchung. Wir klären jetzt einmal alles ab, was wir jetzt hier persönlich bzw. hier vor Ort messen und rausfinden können. Wir messen gleich noch einen Blutzucker, machen wie gesagt eine Temperatur bzw. ein EKG. Und dann müssen wir uns halt, wie gesagt, überlegen, was wir mit ihnen machen. Das EKG haben wir in dem Fall einfach jetzt aufgrund der Tatsache geschrieben, dass wir das als Standardprozedur im Prinzip bei jeder Patientin ableiten wollen oder auch ableiten müssen, um einfach da sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen. Haben Sie Bauchschmerzen richtig gehend? Okay. Krämpfartig. Aber haben Sie den Eindruck, dass es von der Schwangerschaft her jetzt kommt oder dass das damit komplett unabhängig ist? Und die Schwangerschaft bisher, sag ich mal, ist auch komplikationsfrei? Okay. Nichts gehabt. Gar nichts. Weder Schmerzen, Erbrechen, sonst okay. Und bei den vorherigen Schwangerschaften irgendwie mit Schwangerschaft, mit erste, Übelkeit und so? Die erste, gehabt? Da hatte ich 6 Monate Übelkeit. Okay, aber auch nicht jetzt in dem Ausmaß, dass, nee, dass das vergleichbar wäre irgendwie? Nee, ich war da nur 3 Tage im Krankenhaus, okay, weil die meinten, die wollen das beobachten mit der Übelkeit. Ja. Aber das war nicht so. Also ja, es war nur 6 Monate. Okay. Mal ab und an mal gebrochen. Ja, aber nicht jetzt 16 Stunden lang. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie was getrunken haben, ist es direkt wieder rausgekommen? Ziemlich nach 5 bis 10 Minuten oder einer halben Stunde. Also es kam auf jeden Fall wieder raus. Okay. Jetzt gerade mal einen kleinen Moment, ganz entspannt sitzen bleiben, ganz normal atmen, nicht bewegen, nicht sprechen. Wir schreiben dann gerade einmal kurz das EKG. Auf den ersten Blick, hätte ich aber gesagt, sieht das alles soweit schon mal ganz gut aus. Ich würde einmal ganz kurz auf den Bauch gucken bzw. den Bauch abtasten. Legen Sie sich einfach nochmal so hin, wie Sie vorhin gelegen haben. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. So, pass mal auf, ich gehe gerade einmal hier hoch. Wo haben Sie denn die Schmerzen? Wo sitzen denn die Krämpfe? Die sind ich habe einen Schlauchmagen, ich habe keine Ahnung, wo mein Magen gerade sitzt. Okay. Also, es tut im ganzen Bauch irgendwie. Ja. Krampfartig halt. Okay. Ja, also, EKG ist alles ohne Befund. Dem Herz geht's immer gut. Dem Herz geht's immer gut, sehr gut. Ja. Pass mal auf, ich klopfe Ihnen gerade mal hier hinten drauf. Auf beiden Seiten. Okay. Sofern es auf eine Niere beschränkt ist, dann können wir immer so ein bisschen sagen, okay, da gibt es vielleicht momentan gerade in einer Niere oder in einem Nierengang irgendwo so ein bisschen ein Entzündungsherd zum Beispiel. Sind diese Schmerzen zum Beispiel auch beschrieben als wellenartig, dann haben wir eher so eine Kolik auch als Verdachtsfall. Das hat sich jetzt hier leider nicht so wirklich dargestellt. Also die Schmerzen waren beidseits auf beiden Nierenlagern gegeben. Und die Lebensretter stehen vor einem weiteren Problem. Eine Schwangere darf kaum Medikamente einnehmen. Vorgehen von unserer Seite wäre jetzt im Endeffekt, da wir jetzt hier tatsächlich nicht allzu viel feststellen können, hätte ich gesagt, gucken wir mal, dass wir für Sie einfach ein Haus finden, das die Möglichkeit hat, Ihnen vielleicht mal gegen die Übelkeit oder mit der Übelkeit zu helfen, beziehungsweise zu gucken, ob Ihnen irgendwie großartig was fehlt in Bezug auf ein Blutlabor. Ja, die Situation ist so, dass die Patientin eben sich unwohl fühlt, eben Schmerzen an Nieren unter anderem angibt und wir sie jetzt auf jeden Fall auch in ein Krankenhaus transportieren. Vom Kreislauf her fühlen Sie sich momentan halbwegs fit oder? Die Frage ist nämlich, wie kommen wir runter? Ich kann probieren, dass ich laufe. Okay. Das habe ich gehofft. Das tut's mir beim Laufen mit den auch Nieren. Auch mit den Nieren. Ja. Okay. Wir tragen oder heben Patienten generell eigentlich nur dann wirklich, wenn wir der Meinung sind, das ist jetzt zwingend erforderlich. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch anhand des Gangs der Patientin, ob irgendwo eine Schonhaltung vorliegt, sprich krampft sie irgendwie ein bisschen zusammen auf irgendeiner Seite, wenn sie läuft, oder sieht man irgendwie, dass das Bein irgendwo hinterhergezogen wird auf irgendeine Art und Weise.
Das kann uns natürlich auch nochmal Hinweise in Bezug auf die Verdachtsdiagnose liefern. So, High Life am Morgen. Wäre das jetzt mit der Schwangerschaft nicht noch gleichzeitig, hätte ich gesagt, das könnte man primär über einen Hausarzt vielleicht laufen lassen, dass man da guckt, einfach, dass der vielleicht was gegen die Übelkeit verschreibt, beziehungsweise kann halt jetzt momentan immer Magen-Darm geht wieder rum. Ja, das kann halt einfach jetzt auch sowas sein. Aber in Bezug auf die Schwangerschaft sollte man jetzt halt einfach mal gucken, dass das halt da auch alles. Da steht jemand. Alles gut, kein Problem. Die junge Frau hat bereits einen längeren Leidensweg hinter sich. Ihre Mutter wohnt nebenan und muss ihre Tochter abermals verabschieden. Die war erst im Krankenhaus. Die haben wir erst am Freitag haben wir sie geholt. Das ständig ist irgendwas mit ihr. Ne? Aber gut, dass sie dann auch so nah wohnt. Das war unser Anliegen damals gewesen, wo sie war ja lange hier bei mir. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, sie braucht unbedingt eine Wohnung. Sie hat 3,5 Jahre gewartet. 3,5 Jahre, bis sie die Wohnung gekriegt hat, ja. So, pass mal auf. Asthma? Okay. Aber dann haben sie jetzt momentan mit der Luft haben sie keine Probleme, oder? Ich wollte gerade sagen, es hat sich jetzt... Ich bin es eigentlich gewöhnt, dass sie sehr oft im Krankenhaus ist, weil sie Asthma hat, ja. Und da hat sie sehr oft bei dem Wetter Anfälle, ja. Ich denke, sie ist in gute Hände. Wir haben ein super gutes Krankenhaus in Grünstadt. Und ich mache mir da nicht ganz so viel Sorgen. Ja. Ein bisschen natürlich, ja, das mitgemischte Gefühle. Aber sie ist in gute Hände und das ist wichtig. Zum Glück hilft die Mutter der Patientin, wo es nur geht. Das sagen alle meine Enkelkinder, ja, dass ich eine tolle Oma wäre. Ich wäre sogar eine Überoma. Das will ich jetzt nicht bestätigen. Ich denke, das ist normal, ne, dass man für seine Kinder da ist, egal wie alt sie sind. Der Kollege verkabelt sie noch mal und ich höre jetzt noch einmal ganz kurz auf den Bauch drauf, ja? Das könnte jetzt ein bisschen frisch sein. Aber der Darm... Der müsste leer sein, ja. Der macht, ich wollte gerade sagen, der arbeitet nicht so arg viel. Der kluckst ein bisschen, aber das klingt doch aber alles relativ normal. Trotzdem werden die Lebensretter tätig. Der Notfallsanitäter Jonas ist inzwischen aus einem anderen Grund alarmiert. Den Arm einfach mal ganz entspannt hier auf die Seite am besten legen, wenn das misst. Und solange das, die Manschette sich aufgepumpt hat, einfach den Arm gar nicht großartig versuchen zu bewegen. Das ist immer sehr unangenehm, ich weiß, aber je weniger Bewegung da reinkommt, der trocknet, ja, das glaube ich Ihnen auch. Ja, wir sind vom Blutdruck her ziemlich niedrig. Ich hätte gesagt, wir hängen noch Infusion an. Mit Hilfe einer Kochsalzlösung wollen die Sanitäter den Kreislauf stabilisieren. Die Schwangere ist durch das stundenlange Erbrechen völlig entkräftet. Ja, weil die Hände tätowiert sind, ne? Aber sehen ist doch nicht schön, oder? Nee, aber ich versuche persönlich, ich habe zwar keine Tattoos, aber ich persönlich versuche immer die Tattoos nicht irgendwie anzustechen, weil wenn das dann sich irgendwie doch mal entzünden könnte, was jetzt zwar nicht abgehalten, häufig ist, aber ja. So, Achtung, es gibt einen kleinen Pieks, nicht erschrecken, nicht wegziehen. Ey, dafür, dass die Rettungsdienste sind, sind besser als alles. Jetzt mal ehrlich. Als Ausbilder ist man dann natürlich immer glücklich. Man erkennt vor allen Dingen einen stetigen und konstanten Lernfortschritt. Denn ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die Vene 3 cm neben der Kanüle gelegen hat. Natürlich, wenn dann auch für den Azubi so ein Lob kommt, ist es immer aufbauend. Und es macht mich natürlich auch wiederum ein bisschen stolz, dass wir als Praxisanleiter da irgendwo unseren Teil hoffentlich auch dazu beigetragen haben. Was machen wir Abdomen unklar, oder? Ja, wir lassen es jetzt mal Abdomen unklar laufen und fahren, wie gesagt, nach Kibo. Jawohl, gut. Tja. Die neuen Autos haben sehr leichtgängige Türen, gerade hinten im Patientenraum. Wenn dort dann quasi alles luftdicht geschlossen ist und die letzte Tür zugeknallt wird, dann platzt einem da drin gefühlt das Trommelfell. Philipp ist in der Hinsicht so ein bisschen lernresistent, aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch in den Griff. Manchmal fehlt einfach noch so das kleine Fingerspitzengefühl, was die Türen betrifft. Aber wir sind dran.
Die Retter wissen weiter nicht, woher die Bauchschmerzen rühren. Das ist schon mal gut, dass vermutlich nichts mit dem Kind ist und die Symptome, die sie jetzt beschreibt, vermutlich eine andere Ursache haben. Ganz genau können wir es natürlich nicht sagen. Ausschließen vor Ort können wir das jetzt auch nicht. Allerdings, so wie unser Gedankengang aktuell ist, sieht alles danach aus. Azubi Philipp muss in 6 Monaten seine Abschlussprüfung absolvieren. Das freut mich als Praxisanleiter auch immer, wenn man stetig so eine Lernkurve irgendwo bei den Azubis sieht. Und wenn ich mir überlege, wie Philipp am Anfang der Ausbildung hier zu uns auf die Wache gekommen ist und wo er jetzt steht, dann mache ich mir da eigentlich in Bezug auf das Staatsexamen überhaupt gar keine Gedanken. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er im Nachgang der Ausbildung ein verdammt guter Notfallsanitäter wird. Oh. Ja. Untersuchungen ergeben eine Magenschleimhautentzündung. Dem ungeborenen Baby geht es aber gut.